Gegnerin Nathalie Hermant mit Wohnsitz Paris. Und Steffi hat die Wahl gewonnen, hat sich für Aufschlag entschieden und beginnt dieses erste Grand Slam Turnier mit diesem Aufschlag. Und dann die Rötel. Also das Jahr 93 hat schon mal besser begonnen. Game Graf. 1-0 für das Hauptfeld gekommen. Zum ersten Mal hat sie Aufschlag. Klasse passiert. Zeugen hier in dieser ersten Runde. Ins Aus, ganz knapp. 15. Graf. Zweiter Doppelfehler. Game Graf. Ja, das geht zu schnell für einen Aufstieg. Hermant 0-3. 15 love. Zunächst einmal. Ja, das ist das. Er war auch gut. Wieder Angriff. Und diesmal gut passiert von Nathalie Hermant. Tschüss. Jetzt aus und Einstand. Game Hermant. Ja, der war viel zu kurz, dieser Versuch. Gut gekontert von Hermant. Ja, der war aus. Zu Null verliert Steffi ihren Aufschlag. Etwas über 50.000 australische Dollar. Der passt. Eigentlich gut zugemacht, gut angetan, Hermant. Ich sage das mal mit allem Respekt, die ein ganz anderes Tempo, ein viel geringeres Tempo spielen. Und da verliert Steffi einfach mal die Lust und die Laune. Bodenständige Spielerin. Love 15. Die also, sie sollte schon ein bisschen darauf achten. Das kann einem die Ruhe rauben, wenn man in den letzten Runden hier der Vorschluss. Auf die Linie. Also doch, Spiel. Kann von Steffi gespielt. Diesmal die Vorhand. Klasse passiert, voll durchgezogen, hitting back. 6-2, also immer klare Ergebnisse und danach sieht es auch heute aus. 6-2 nach dem ersten Durchgang. 15 love. 40 love.
Das waren 158. Ja, keine Probleme. 1-0 für Steffi nach diesem Satz der Französin. Jetzt aus. Und damit der erste Punkt nach diesem Fehler. Game Graf. 2-0, Steffi. Sehr sicher über Kopf. Ja, Steffi Graf jetzt, wie sie will, 3-0, ein einziger Punkt bisher für ihre Gegnerin in diesem zweiten Satz. Ja, unerreichbar für die kleine Französin. Guter Aufschlag. Also der Aufschlag gefällt mir gut. Advantage Graf. Game Graf. 4-0. Ja, das habe sie nie etwas anderes gespielt. 0 im zweiten. Hier gegen Joanne Limmer aus Australien. Und Beifall auch von Steffi für den im zweiten Satz für die Französin. Juice. Ja, sehr aufmerksam gelegt zu haben. Auch der war aus. Also, wie im ersten Satz, so verliert Steffi. Oh, das war ihr bester bisher. Na, auch dieser Ball knapp im Aus. Ein weiteres Break, 5-1, und jetzt kann. Also eine Art Schweißtuch zu verstehen. 15 love. 30 love. Ja, Steffi Graf, wie sie will.
Game, set, match, bra. Wollen wir das mal als kleinen symbolischen Schlag für die nächsten Tage, für die nächsten zwei Wochen werten. Dieser Rückhand-Volley, mit dem sie den dritten Matchball verwertet. Also letztendlich standesgemäß ihr Remont nicht. Da haben wir Alan Stone. Meint, dass alle eine gute Zeit hier, auch wenn es wenig war, gehabt haben. I'm in perfect shape, my ankle doesn't bother me at all, and I'm just happy to be back this year, so I'm really excited. And what about that match? When you're expecting a pretty tough match first up, because most players, you know, a little anxious about their first match in a big championship. Yeah, because I haven't really played a match for about 2 months or so now. And she came in as a qualifier. She had a few matches already, so I expected a not too easy match. And of course, the highlight of last year would be your magnificent win at Wimbledon. Yeah, definitely. I mean, Wimbledon is such a big tournament, and so ich glaube, jetzt hören wir es alle besser. One, actually, the favorite one, so it was a big thrill to win it last year. Well, congratulations on your form today, and good luck for the rest of this championship. Thank you. Wimbledon champion Steffi Graf. So, den ersten Teil kann ich Ihnen leider nicht übersetzen, weil